Charles Effrussi war der bekannteste Vertreter der französischen Linie der Effrussis. Er hat die Franzosen mit dem Werk Albrecht Dürers bekannt gemacht. Er hat einige Bücher über Albrecht Dürer in Französisch veröffentlicht und das Werk Dürers hat er natürlich in Wien kennengelernt. Er war in der Albertina und in der Akademie der Bildenden Künste und hat dort Dürer erforscht. Charles Effrussi war ein Kunstsammler, Kunstkritiker, Kunsthändler. Er hat eine berühmte französische Kunstzeitschrift herausgegeben und er hat quer durch alle Epochen gesammelt. Also er hat Tapisserien gesammelt, Skulpturen und Bilder. Das haben ihm viele seiner Kritiker auch vorgeworfen, dass sein Geschmack so allumfassend war. Er hat die französische Literatur inspiriert. Man sagt, er ist einer der Vorbilder für Monsieur Swann in Marcel Prousts Roman À la recherche du temps perdu, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und in dem Roman wird auch über ein Werk geschrieben, das Charles Effrussi in Auftrag gegeben hat, und zwar von Manet, das Spargelbündel. Charles Effrussi hat dieses Bild von Manet gekauft. Und es gibt die Anekdote, dass er also viel dafür gezahlt hat, mehr als sich der Künstler erwartet hat. Und der Künstler hat ihm daraufhin diesen einzelnen Spargel nachgeliefert und hat gesagt, der hat noch in dem Bündel gefehlt. Und diese Geschichte kommt auch in einer bisschen anderen Form im Roman von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit vor. Er hat auch Renoir sehr gefördert. Renoir hat die ersten Aufträge, Porträtaufträge im Kreise der Familie und der Freunde von Charles Effrussi bekommen. Dies ist eine Verwandte, Therese Effrussi Fult. Und Renoir hat dieses Jugendporträt von ihr gemalt. Es gibt auch, die Familie besitzt auch ein Brieflein von Renoir, das wir hier auch zeigen, wo Renoir schreibt, dass er mit dem Bild nicht so zufrieden ist und dass er es gern nochmals gemalt hätte. Er hat dann auch später ein Altersporträt von ihr gemalt, das aber leider nicht mehr das verkauft wurde. Ein Lieblingsmaler von Charles Effrussi war Gustave Moreau, der symbolistische Maler. Dieses Bild hier, Jason, hing in seiner Wohnung. Und viele seiner impressionistischen Freunde haben das ihm vorgeworfen, dass er auch sich für diese Grundart von Kunst interessiert hat und haben gesagt, also Gustave Moreau, das entspricht dem Bourgeois, dem jüdischen Geschmack, also da kommt schon so eine antisemitische Spitze durch und im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde der Antisemitismus in Frankreich sehr virulent, hat auch viele Künstler ergriffen, viele Künstler haben sich davon anstecken lassen und das alles hat dann in der Affäre Dreyfus gemündet, wo also die französische Gesellschaft wirklich gespalten war.